Ich brauche irgendwie eine Pudelmütze. Braucht jemand Gummistiefel? Nee, danke. Nee. Aber in gutem Zustand. Nur 5 Euro, komm. Nein. Nein, Blizzard, nein. Brauch eine Taschenlampe. 5 Euro kriegst du nur einen Stiefel bei Blizzard. Ja, das stimmt. Obwohl, man darf das ja nicht so böse über Blizzard reden. Das ist ja erst, also man erst so richtig schlimm geworden, seit Activision da seine Finger mit dem Spiel. Würde ich jetzt mal sagen. Echt, ist das so? Weiß ich gar nicht. Hab das nie so beobachtet. Ja, also vorher war WoW noch, ging noch. Aber seit Activision da drin ist, ist das ja nicht mehr auszuhalten. Ich spiele das tatsächlich gerade wieder. Ja? Ich habe es letztens auch mal wieder gespielt, aber dann wieder aufgehört. Und jetzt zurzeit loten sie ja aus, was die Leute wohl bezahlen würden für 0 bis 90 Instant. Ja, ja, das habe ich wiederum auch schon gelesen. Finde ich sehr kacke, muss ich sagen. So, wo ist jetzt der Brunnen? Wenn du da durch die Hofeinfahrt gehst und dann links. Moment, der Spruch kommt mir bekannt vor. Hofeinfahrt. Hey, Container. Oh, ich habe noch mehr Muni für die Mosin gefunden. Mich am Gastank saugen, ne? Kranker Scheiß, nochmal 30 Schuss für die Mosin oder so. Alter. Echt? Also nochmal so ein Paket eben, weißt du? Ja, ja, klar. Ich hab Feuerholz gefunden. Ach, da war ich doch auch schon. Habe ich irgendwie mit dem Kantholz erschlagen. Aber hier in der City ist nicht so viel los, ne? Also keine Spieler und so, also außer uns. Nee, wir machen gleich mal den Trip zum Airfield. Dann müsst ihr mir mal oder uns mal beibringen, wie man sich da so verhält. Also. Im Kontakt mit Spielern oder was? Zum einen das und zum anderen auch, also damit jetzt man nicht gleich entdeckt wird. Was? Genau, richtig. Ich erinnere mich an meinen letzten Kontakt mit Spielern auf einem Airfield. Boah, das war put down your weapon! Tot. Put down your weapon! Bam! ich bin tot. Ich meine, unser Server ist natürlich auch nur so, geht so voll, ne? Mhm. Ist auch gut so. Ja, ja, wenn man ein bisschen gucken will und lernen und erforschen schon, aber wenn man Action sucht, dann halt eher langweilig, ne? Ja, aber uns geht's jetzt erstmal darum, dass wir ein bisschen lernen. Das fürs Let's Play vielleicht nicht ganz so super, aber nur so geht's. Ja. Dann wird's halt ein Let's Learn. Genau. Ja. Auch vor allem wird das sowieso schon ein recht langes Projekt, denke ich. Das kann man ziemlich lang machen, ja. Oh, Kohletabletten. Hat einer Dünnschiss? Nimm mal mit. Da rennt einer. Wer ist das? Bei dem Panzer? Ich. Gut. Wo war der Dusselige? Ich erwähnt, dass ich eine Orientierung habe wie ein totes Frettchen. Wo ist der dusselige Brunnen? Der ist. Ich glaube, du bist völlig auf dem falschen Dampfer. Ich kann ich mir gut vorstellen. Rein. Alter, ich bin ein Munitionslager, ein einziges Munitionslager. Siehst du, du bist ein Munitionslager, ich bin Verbandskasten. Also ich setze mich jetzt mal auf die Panzerstatue hier. Right the Panzer. Lustigerweise könnte ich dich dann sogar. Ja, ich könnte dich da jetzt einfach wegzwirbeln aus dem Haus. Echt? Siehst du mich gerade? Ja, du guckst in die richtige Richtung. Da bist du. Ja, genau. Geil. Ich hatte echt keine Chance. Na doch, dass meine Maus hier irgendwie. Ich hab jetzt kein Kopftuch mehr auf, ich hab jetzt eine Cappy auf den Tarnfarben. Die einzige Chance ist, dass meine Maus tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwimmt. Das kannst du ja ausstellen, ne? Ich glaube, ja, kann man das? Ja, das kannst du ausstellen. Das ist dieses, Moment, Steuerung und dann dieses Glätten. Das ist das, bei Mauseigenschaften Glätten. Das kannst du ausstellen und dann ist die Maus auch nicht so schwurbelig. Das ist gut zu wissen, danke. Du kannst es auch komplett ausstellen, wenn du in die Config-Daten gehst. Hat noch irgendwie keine Handschuhe. Ich hab's jetzt tatsächlich komplett ausgestellt. Ich bin tot. Was? Ja, bitte? Ich bin tot. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Was? Plötzlich tot, ja? Wo bist du? Ich bin gelaufen und bin gestorben. Spontane Selbstentzündung. Ich bin unten in dem, Lars, bei dem Sägewerk da. Da bin ich auf dieser, in der Schule gewesen. Tot. Gott, welche Richtung war das denn nochmal? Ja, Richtung Wasser. Okay. Dann gehen wir dreimal dahin, wa? Mhm. Ja, ich hoffe mal, dass ich da in der Nähe spawne, dann komme ich wieder. Oh Mann. Zweifelsfall wird dein Punkt erstmal aufgeteilt. So ein Scheiß. Das ist genau das gleiche gewesen wie letztes Mal auf dem hier. Auf dem Dingsbums. Also auf der Treppe irgendwann mal gehabt. Naja. Also Außenbereiche so mit. Das sollte man vielleicht noch meiden. Da. Du weißt, wo wir hin müssen? Ja. Okay.
Okay, nicht, aber Brust. Umgeschossen hatte ich dir keine, du hast keine. Nee, ich hab's nicht. Also, es war einfach bildschwarz, du bist tot. Irre. Oh, plötzlicher Blitztod hatte ich auch. Warten auf Horst. Ja, dann sind wir zu Horst. Ah, wir spielen noch mit Killer 1989 auf dem Server, ne? Das könnte gefährlich werden. Ja, das, ja tatsächlich. Und wenn der Tontorbericht endlich mal da ist, meine Güte. Oh oh. Ich baggere euch. Der ist dann aber auch die ganze Zeit. Ja. Der ist richtig angefressen, wenn der mal da ist. Das sind so Piss, der ballert alles einfach um. Scheiß drauf auf Munition. So, wie bringe ich mich jetzt hier um? Am besten ist du joins einfach auf dem Server neu. Weil ich glaube, die haben die Respawn-Funktion rausgenommen. Ja, die geht irgendwie nicht so richtig, ne? Naja, genau. ich bin auf Beenden und dann neu, aber jetzt muss ich mich fragen, wie ich mich hier am besten jetzt umbringe, weil ich bin in Kamishovo gespawnt. Das ist natürlich eine Ecke. Ah. Das ist eine Ecke. Aber ich glaube, da vorne ist so ein Turm. Mal gucken. Geh einfach eine Treppe hoch. So cheat! Wahrscheinlich verrecken wir jetzt alle, wenn wir da reingehen. Ich hoffe nicht. Also oben in der Schule auf dem Außending. Schule? Ja, Schule oder was es da ist. Ich dachte, das Sägewerk. Dann kannst du haben, dass ja, du Sägewerk ist ja da, da steht ja auch die Schule da. So. Hoffentlich gehe ich dann richtig jetzt. Ja, passt schon. Also nee, gleich ich ist sehe das hier keine also. Wer läuft denn ganz vorne eigentlich? Ich. Okay. Yikes! Zombie. Henrik, bist du denn weiter in Richtung Erfurt gelaufen, oder? Nee, weil wenn du, wenn du sozusagen vom unteren Teil von Berenzino, also nicht der ganz untere Teil, sondern da, wo der untere Supermarkt ist sozusagen, nach ganz unten läuft, nicht weiter. Kommst du doch, mal eben. Ja. Ist doch recht so ein eingezäuntes Ding. Mit so einer Entschuldigung, Last Mauer, Zombie hinter dir. Okay. Da hast du doch dieses Sägewerk, da haben wir doch auch immer diesen UAZ gefunden und diesen anderen da, diesen so. LKW und so. Oh, ich erde hier gerade ein bisschen. Ja, du hast jetzt zwei Zombies hinter dir. Ja, dann zück doch mal deine Axt. Das gibt's nicht, hier ist kein einziger Zombie, ne? Ist klar, mussten wir ja gerade alle töten, toll. Warum fängt der Punkt, wenn ich ziele, eigentlich an zu flattern? Weil du atmest. Soll das die Atmung darstellen? Aber so treffe ich niemals. Ja, versuch mal. Yikes, nicht mich. Ja, jetzt bist du auch zu weit weg inzwischen schon, weil du ja immer weitergerannt bist. Ich glaube, ich werde mir den Third-Person-View-Umschalter da irgendwann mal auf die dritte Maus, auf die Leertaste legen oder so. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Spielt ihr viel in First-Person? Beim Looten auf jeden Fall, ja. Beim Looten, beim Kämpfen und in Häusern, aber nicht permanent, davon wird einem schlecht. Ja, das kannst du ja auch ausstellen, dass dieser Kopf sich nicht bewegt. Wo ist denn Lars jetzt hin? Ich bin kurz geflüchtet, weil die Zombies noch hinter mir waren. Also wir sind jetzt hier da, auf der ich Straße. Ich hab Lars gefunden. Auf den Schienen? Nee. Hier auf der Straße. Ja, also ich bin auf den Schienen eben. Okay, jetzt sind wir beim Ortsschild von Berenzino. Auf dem Bahnübergang. Das weiß ich natürlich nicht. Was ist denn da hinten? Da ist eine große Lagerhalle und ein Freidach und sowas. Links? Genau. Oder was? Ja, wenn da eine Mauer drumherum ist, ist das das. Ja. Ja. Mach ja, das. Das. Okay. Mal gucken, ob wir noch looten können. Ja, ich denke, meine Leiche ist schon weg. Also, kann ich mir vorstellen. Die von Mario hat ja auch relativ lange gelebt. Ja, das stimmt. Gelebt. Die ja, Leiche die hat lange ja auch gelebt. Noch, wurde ja noch konsultiert, sozusagen. Und wo ist da jetzt eine Schule? Ja, ach, ist der da schon. Kasten hier. Das Teil links, genau. Ich muss doch gleich erstmal was essen, was trinken, das mache ich nicht. Ah, er liegt hier unten vorne auf dem Boden. Du liegst davor. Ja, vielleicht bin ich auch runterge hier. Und ich kann dich looten. Okay. Kann ja sein, dass du... Dass du Leck hattest und runtergeflutscht bist oder so? Ja, das kann sein, ja. Du hast eine Pistole dabei. Oh ja, die sollen wir mitnehmen, ne?
rüstest du das Ding mal aus, bitte? Also für Pistolen habe ich übrigens auch viele Schuss, ne? 45er oder was? Ja. Ja, ist doch gut. Habe ich auch noch ein Magazin voll. Ich habe 34 Schuss dafür. Nicht schlecht. Zwei Magazine, bisschen mehr noch. Ich wollte gerade sagen, hier Lars, oder wer war das jetzt, welche tot liegt? Nee, Hendrik. Hendrik. Ah, Hendrik. Hendrik hat auf jeden Fall eine ganze Menge Munition für die Mosin dabei. Aha. Und First Aid Kit, man, so viel kann ich gar nicht mitnehmen. First Aid Kit? Das nehme ich. Ja, Leichenflattern finde ich gut. Na, besser als das Zeug da vergären zu lassen. So, First Aid Kit habe ich auch mit. Hast du eine Flasche mit Desinfektionsmittel? Ja, na klar. Die habe ich aber tatsächlich auch. Ein bisschen Sakrotan muss immer dabei sein. Ein Zombie, den erstmal ansprühen, so. Warum kann ich das Chest-Holster nicht ausrüsten? Kann mir das mal einer sagen. Weil du eine Jacke anhast. Oder eine Weste. Oder deine Weste. Ernsthaft? Ja. Ich will meine Weste aber eigentlich nicht aufgeben. Wenn du zu viel anhast irgendwann, dann bist du einfach nur noch ein großer Ball. Finde ich gut. So in dem komischen Protector-Case was drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder, Henrik? Da ist was drin. Echt? Ja. Was macht man damit eigentlich? Wenn du dann angeschossen wirst, gehen die Sachen nicht kaputt. Ah, okay. Meins? Mega geil. Hier oben seid ihr schon fertig mit Looten, oder was? Ich war noch gar nicht da oben. Achso. Hey, Gaffer. Yay. Wir plündern ihn noch aus. Flo, hast du jetzt das Holster genommen, oder? Ja, das hab ich. Und aber trotzdem noch eine Weste, oder? Ich hab das Holster noch nicht, ich kann das Holster ja nicht anlegen. Ja, dann gib mir das mal, weil das kann ich gut gebrauchen. Ey, sollst du kriegen. Zieht man eigentlich schneller, wenn man die Waffe im Holster hat? Und nicht im Rucksack? Das weiß ich nicht. Müsste aber ja prinzipiell so sein, so rein logisch. Ja, schon. So. Ja, ich lauf mal eben ein Stückchen. Mhm. Schon wieder Schrotmuni, aber jetzt lasse ich sie liegen. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt das ganze Inventar voll. Ich habe nicht einen Platz mehr frei. Ja gut, du hast ja auch gerade die Leiche ausgelootet. So, Holster hingeschmissen. Warte okay. Drauf, dass es spawnt. So, dann suche ich euch mal schnell. Ach da, gefunden. Wo hast du es hingeschmissen? Da, wo ich stehe. Will irgendwer die dusselige Clownsmaske haben? Nö. Hallo? Leichen flattern und sich dann noch beschweren, weißt du? Da ich hab den Magnum. Ach, jetzt habe ich auch die Pistole. Wieso habe ich denn jetzt die Pistole? Weil die da drin war? Was kommt denn in die Magnum rein? 357. Toll, die habe ich nicht. Aber ich habe für die Pistole jede Menge Munition. Ja, dann nimm doch die Pistole. Ja, dann nimm doch die Pistole. Ja, die ist ja in dem Holster drin gewesen. Ja, aber die kann ich doch rausholen. Willst du die Magnum haben oder was? Ich habe ja die Magnum. Aha. Und Munition dafür, aber nicht viel halt. Also ich lege die Pistole hin. Ich lege noch ein Magazin drauf. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, weil das eigentlich roten Zustand hat. 762 habe ich hier noch jede Menge Muni. Das kann ja Juwi gebrauchen. Das ist Juwi-Muni. Aber ich habe gerade auch das Inventar erstmal voll. Und Henrik, ich habe dir deine Feuerwehr-Axt mal mitgenommen. Jo. Die habe ich. Und den Rucksack? Den habe ich noch reingenommen. Ja, kann ich ja nicht. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Der Rucksack, ich habe auch gerade schon versucht, der Rucksack ist genauso groß, wie der Rucksack eben groß ist. Der braucht 25 Plätze. Echt? Ja. So, irgendwas muss ich jetzt wegschmeißen. Die Streichhölzer kann ich wegschmeißen, oder? Also du kannst wahrscheinlich so eine Rucksack-Zeption da machen, aber dann hast du eben immer nur Rucksäcke da drin. Ja, toll. Fragt sich, wie weit das geht? Ins Unendliche. Unendlich Rucksack. Wie gesagt, was mache ich jetzt mit der Magnum? Erstmal mitnehmen, ja. Ja, mitnehmen. Ist keine Munition drin? Braucht man ein Seil? Was braucht man für eine Muni dafür? 357er. Naja, die habe ich leider nicht. Man kann auch nicht sehen, in welchem Zustand die Magnum ist, ne? Nee, ich glaube, die hat keinen Text. Nee, die ist verbuggt.
Sag mal, Henrik, wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin in 10 Minuten wieder bei euch. Okay. So, dann sauf ich jetzt was.